So, ich habe mich gerade noch spontan entschlossen. Ja, ganz spontan auch an der Einhauer Descent Event teilzunehmen und das auch gleich live zu streamen. Das Event hat gerade vor wenigen Sekunden, Minuten angefangen. Also knapp eine Minute läuft es jetzt. Ziel ist es, mindestens Level 9 zu erreichen. Und vielleicht Level 12. Schauen wir mal, ob wir das in der 1 Stunde schaffen. Dann gleich ab ins Spiel und dann geht es sofort los. Noch die Anpassung machen für Zombie verwende ich normalerweise nicht. Fireball. Dieses Mal beginnt die Descent League im Dschungel, also in dem Bereich des zweiten Aktes. I need more mana. Bei der Descent League ist wieder der Vorteil, dass auch Charakter, die während dieser 1 Stunde sterben, weiterhin Reward-Points erhalten werden. Vorausgesetzt, es wurden schon entsprechende Level erreicht, bei denen es Reward-Points gibt. Der erste Versuch ist schon gescheitert. Das heißt, da gibt es noch nicht mal den ersten Punkt dafür, weil Level 6 bis 8 gibt es einen Reward Point. Wie gesagt, Level 9 ist das Ziel, wenigstens Now I'm banished to Raycast. 3 Punkte dann zu erhalten. Und offensichtlich wird es nicht ganz einfach. Jetzt gilt es ein bisschen vorsichtiger vorzugehen und erstmal aufzusteigen. Käfer sind an der Stelle etwas gefährlicher, soweit sie explodieren können. Das hier sind jetzt die normalen, die nicht explodieren. Das dürften jetzt, also die etwas glänzenden Käfer sind diejenigen, genau, die explodieren können und die mir, glaube ich, vorhin gleich das Leben gekostet haben, weil dazu ist einfach zu wenig Resistance vorhanden mit so wenig Leben. Ein paar Explosionen dort einfach zu überstehen. Hier sind auch schon wieder 3 Explosionskäfer. Vorhin hat man gerade einen magischen Gegenstand bekommen, als Zauberstab, aber tja, hat halt nicht sollen sein.
Etwas mehr Konzentration. Ermöglicht dann auch länger zu überleben. Okay, wieder ein großes Stück weiter. Und zum ersten Levelaufstieg. Der dann schon auf sich warten lässt. Ja, genau, die Schwierigkeit ist im Endeffekt, dass die Brut, die diese großen Käfer hervorbringen, selbst keine Experience bekommt, aber natürlich einen Haufen Mana braucht, um die jetzt mal zu beseitigen. Das ist auch der Grund, warum, obwohl eigentlich so viele Monster schon gekillt sind, noch kein Levelaufstieg geklappt hat. Und dann umgekehrt aber die Mana-Vorräte ziemlich zur Neige gehen. So. Was hat man hier noch aufgesammelt? Okay, wir könnten bereits ein Item aufrüsten, zu einem magischen Item. Abwarten, genau, da haben wir jetzt gleich noch mal eine bessere und dann machen wir die zum magischen Item. Maximum Mana verstärkt. Okay, etwas mehr Mana zur Verfügung. Ja, wir geschafft, Mana Regeneration verstärken und weiter geht's. Aktuell suche ich die ganzen Kästen noch durch, weil mir natürlich noch keine größere Ausrüstung da ist, um zumindest ein bisschen, also im Endeffekt, eigentlich brauche ich noch was für die Füße und für die Hände, noch ein bisschen Rüstung. Explodierkäfer. Nicht zu lange in der Nähe stehen bleiben, weil ich aktuell noch nicht schnell genug klein kriege. Und ja, hier springen die Käfer mal wieder. Das heißt, sie reagieren zunächst nicht auf Schaden und dann befinden sich doch ganz woanders. Das sind halt die verschiedenen Berechnungen zwischen meinem Rechner und dem, was der Server berechnet hat. Hier sind die ersten Blauen. Oder zumindest mal ein Blauer. Ne, das sind mehr. I need more mana. Okay.
Okay, die waren jetzt nicht so schwierig. Da haben wir jetzt die ersten Schuhe, die zumindest noch ein bisschen Armor geben. Und der Fireball ist jetzt langsam stark genug, um die Explodierkäfer mit einem Schlag im Endeffekt zu vernichten. Was natürlich ebenso hilfreich ist. So langsam. Es lohnt sich nicht, diesen kleinen Gruppen hinterher zu laufen, also entsprechend vorwärts. Einfach zum nächsten Level. Ironhead haben wir schon. Möchte ich immer gleich mehr Feuerball getroffen werden. So, nachdem aktuell das Mana ganz gut funktioniert, werde ich das erste gleich schon mal in Damage packen. Und okay, da ist der erste größere Gegner. Mit seinem Gift ziemlich zusetzt. Aber den haben wir schon klein. So, Laser Cap, ein Rare-Item. Evasion Rating ist nicht so spannend. Iron Graves, das war es dann auch schon. Movement Speed 10% schneller, das ist wichtig. Und Life Regeneration ist sehr hilfreich. Okay, hier kriegen wir jetzt nicht so viel. Das hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt. Hätte ich doch die andere Kiste eventuell nehmen sollen, keine Ahnung, was da drin gewesen wäre. Das sieht nach dem Banditenbereich aus. Oh. Da vorne ist. Ja, schade, dass der jetzt. Weil das war ein Zirkel, wäre natürlich praktisch, aber ich behalte erstmal die Lebensregeneration drin. Aber vielleicht können wir später die Kopfbedeckung dann upgraden. Und zu einem magischen Item machen, damit die dann auch schildverstärkend wirkt. Okay, so circa 5% aktuell. Kommt schon wieder. Ich muss sagen, er war da, aber er war auch nicht da. So, ist bereits die erste Viertelstunde um. Thank you.
Also das sind wieder die ersten verstärkten Gegner. Heilbringen. Gleich ein bisschen mehr die Damage erhöht, gleich 2. Und eine Robe, die auch dann wieder zum einen magischer Gegenstand ist und zum anderen mehr Schild ermöglicht. Und Level 3. Level 4 sogar schon. Hey, Life-Regeneration. Sehr hilfreich. Gut, Level 4, das bedeutet, wir können jetzt mal hier die Flaschen austauschen. Und ja, dann setze ich da jetzt erstmal noch das Mana-Verstärkung. Da ich da mit Sicherheit bald noch mehr brauche. Es ist ausreichend möglich, sich nicht in der Reichweite dieser Krabbler zu befinden. Oh! Ja, das ist wieder ein größerer. Leveln. Und der kann ziemlich viel Schaden machen, dieser Mastier. Ich selber weiß nicht, wo genau der im Spiel nochmal auftaucht. Auf jeden Fall eher unbekannt momentan. Solange noch genug andere Monster mit rumlaufen, die so nebenbei mal die Flaschen auffüllen, ist das alles etwas unproblematischer. Schlimm ist es immer, wenn so ein Bossgegner alleine auftaucht und dann ziemlich schnell alle Flaschen leer sind. So, Wollschuhe sind gut. Das nicht. Auch halt gut nicht. Okay, dann eigentlich nur die Wollboots. Wir haben jetzt nur 4 Schild, dann nehmen wir die nicht. Das lohnt sich nicht. Dann behalte ich lieber die 10% Geschwindigkeitsvorteil. So, da sind die nächsten Belohnungskisten. Jetzt müssen wir mal überlegen, was habe ich vorhin genommen? Kurs oder Saloren? Ihr Leute des Kurios. Ice Nova, sehr schön. Das ist das, was ich brauche. So. Gut, sonst können wir hier nichts weiter machen. Dann starten wir ins nächste. Jetzt mit der Ice Nova können wir zumindest einen Flächenschaden austeilen, der uns helfen sollte, schneller aufzuleveln. Wichtig, dass wir den Nekromancer wegzubekommen, nicht dass der nachher alles wiederbelebt. Und die Monster dort, wie ich gerade sehe, hinterlassen Giftzonen. Deswegen ist es dann ziemlich gefährlich, ist, dort stehen zu bleiben oder zu dicht dran zu gehen. Das heißt, es ist sozusagen die Frostnova dann wieder nur bedingt verwendbar, beziehungsweise dann wieder richtig schnell
wegzulaufen. Und aus dem Bereich der dieses Death Zones rauszubekommen. So, jetzt haben wir schon mal 17 Maximum, also 17 Schild mehr. Das ist sehr schön. So. Das könnte ich zumindest einmal verbessern und dann aufwerten. Fire Resistance zum Fahren. Okay, jetzt schon wieder eine. Okay, diesmal ist es aber kein blauer immerhin. Das heißt, der ist jetzt nicht so schön. Ein Koralamulett, was wiederum die Regeneration von Lebenspunkten verstärkt, also Mana nochmal verstärken und danach geht es auf der Damage-Linie weiter. Wie gesagt, primäres Ziel ist Level 9. So, muss ich mal schnell nachschauen, aber ich denke, es war Level 9. Medium Mana Flask. Also, primäres Ziel ist, Level 9 zu erreichen. Wir sind jetzt Level 5. Also noch einiges zu tun. I need more mana. Wie gesagt, es lohnt sich nicht, sich mit den Kisten aufzuhalten, sondern lieber weiterzulaufen. So, Magic Item, Random Property und Normal Item to Magic Item. So, Maximum Life, Maximum Mana. So, dann erstmal die magische Regeneration. 4% Evasion, 12% Intelligence, 12 Intelligence dazu. Dann machen wir jetzt den noch ein zusätzliches Property, Cold Resistance. Und dann machen wir den noch zum. Okay, nur ein Punkt mehr, das ist nicht sehr viel. Okay, warum es sinnvoll ist, das hier alles zu verbrauchen, weil in der Descent League die Charakter nachher in die Void League kommen und somit die ganzen Gegenstände nicht weiter zur Verfügung stehen. Deswegen lohnt es sich nicht, hier irgendwas aufzugeben. Man kann es sowieso nur jetzt verwenden.
ist Live-Regeneration drin? Da kannst du mal nachschauen. Maximum Energy Shield. 11 zu 11, das lohnt sich nicht. Okay, weiter geht's. Mal schauen, was mich hier erwartet. Spinnen, Accident. Wobei ich glaube, mich zu erinnern, ich war in dem. Also ich habe schon mal eine Descent gespielt. Ich glaube, im Prinzip gibt es noch sehr viele schwierige Gegner. Wobei es kann auch sein, dass es einfach einige von diesen Rouge Exiles waren, die natürlich sehr stark sind und die dann in größeren Gruppen kaum zu besiegen sind und da nicht sehr schnell und sehr hohen Schaden hat. Wie gesagt, sollen die jetzt. So, wie gesagt, wird das jetzt in die Schadenslinie hier drüben investiert, wo ich dann zuerst die Cold Damage weiter hochschraube und danach noch die Fire, den Feuerschaden. So ein sehr mag, das hier ist meistens recht angenehm und einfach größere Gruppen von diesem Platz zu machen. Im Gegensatz zu den Ziegenböcken, die schon ein anderes Kaliber sind und es riskanter ist, diese oder auch schwerer ist, die in größeren Gruppen fertig zu machen. Die XP zusammen. Hat überhaupt nichts Brauchbares fallen lassen. Echt unglaublich. Okay, dann machen wir hier mal noch meine Magic Properties. Was ist das denn für ein Quatsch? Endlich mal ein paar Handschuhe. Also,
Okay, Lightning Guns haben Bonus und Fire Damage wird verstärkt. Dann nehmen wir die mal rein. Dann muss ich jetzt nur den Freezing Puls rausnehmen. Jetzt Normal Item to Random Rarity. Tja, mit welchem machen wir das jetzt? Ich glaube eigentlich nur die Mana-Geschichten. Elf Intelligence. Ach ja, ich komme wieder nicht so schnell vorwärts, wie ich eigentlich möchte. Sind die 1-Stunden-Events aber um 3 Punkte zu bekommen recht entspannt. Das ist ja schon wieder ein Goldener. Ich kann es euch mehr Blaue geben, wenn so schön zum Level reinkommen. Das Gebiet ist ziemlich groß. Ich weiß aber nicht genau, wo der Übergang zum nächsten ist. Ich erwarte, weil das andere war, glaube ich, auch keine Speziale, dass hier zum Ende hin mindestens noch ein Hubsch-Exam aufkommt. Wenn die Spinnen bloß nicht so lange brauchen würden, bis die mal hochkommen. Okay, also hier ist eine Sackgasse. So, da hinten geht es noch irgendwo weiter. Kommt schon wieder der nächste goldene Ziegenbock. Ey, die Spinnen kommen noch nach, wie praktisch. Quick. Vor allem, wenn der kritische Schaden austaucht, aber ich glaube, der kritische Schaden war nicht von dem, sondern es war ein anderer, der dort geschossen hat. Okay. Ah ja, genau, da ist er. Okay, das ist zwar kein Loot. Ah, das. Scheiße. Das war die Geschichte, dass der. Der uns da erwartet, im Endeffekt. Ja, diese Dead Corpses explodieren lässt. Was natürlich extrem gefährlich ist, dann hier so viele Corpses rumliegen zu haben, die dann sofort in die Luft fliegen. Das war's für den Moment.
wir sind ja schon bei 23 Minuten, es lohnt sich nicht mehr, noch einen neuen Charakter da nochmal anzufangen. Wie man sieht, sind wir bereits in der Void League. Aber wir haben zumindest Level 7 erreicht, das heißt, ein Reward Point gibt es an der Stelle. Ja, immer wieder für Überraschung gut und wichtig, nach und nach die einzelnen Gebiete besser kennenzulernen. Ich werde an der Stelle das Streaming erstmal anhalten und wünsche weiterhin viel Spaß beim eigenen Spielen oder beim Schauen anderer Kanäle. Viel Spaß, tschüss!